Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimm. Alpio! Leider nicht, Alpio! Alpio! Wo steckt der nur? So, was muss ich denn jetzt hier machen? Was ist das? Oh, ein Bosskampf. Herzlich willkommen zurück zur Skywalker-Saga Lego Star Wars. Wir wollen jetzt mit dem Millennium Falcon fliegen. Zur Schrottmühle. Jawohl. Ja, das letzte Mal haben wir beendet, als wir mit Han und Chewie in der Kantine gesprochen haben. Und ich dachte mir, jetzt gehen wir doch direkt zum Falken. Jabba-Plakat und Schießübungen. Schrott? Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Da kommen sie schon. So, zielen und schießen. Wow. Man sieht definitiv, dass ich nicht geübt habe. Ja, R2. Wir können den Aufzug. So, wir können jetzt Chewie spielen, glaube ich. Nee, doch nicht. Mit Chewbacca, hilf Chewbacca dabei, auf den Moment zu gelangen, damit er in Reparaturen beginnen kann. Los, los, los. Kommen bestimmt gleich nochmal Sturmtruppen. Was soll denn der liebe Han da machen? Okay. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. War ziemlich automatisch, was ich da auch immer getan habe. Slug kann ich mich jetzt hier verkleiden, aber wir wollen, dass Chewie da drauf kommt. Warum tut er es nicht? Ah. Super, Chewie. Das hättest du auch alleine schaffen können, oder? Die Falke repariert sich nicht von selbst. Oh, gleich geht's los. Unser erster Flug im Hyperraum. Ich weiß, ich hab's falsch gesagt. So, schauen wir mal, was ist denn hier vorne los? Oh, wir können einmal Lichtschwert-Action. Zack. Offen. Das kleinste Kästchen kann man nehmen. Wahrscheinlich darf ich jetzt was bauen. Ja. Aufgepasst mit dem Cockpit. Und verlier mir die Würfel. Erledigt ihn. Für das Imperium. Die sind richtig schön dreckig, die Sturmtruppen. Halte Kreis, um Gegenstände mit Hilfe der Macht anzuheben. Ja, eine. Und dann mit R2 zielen. Werfen, meine ich. Ich weiß nicht. Gewöhnlich gehe ich Ihnen aus dem Weg. Dann ein bisschen Lichtschwert-Action. Direkt an der Tür. Kommt doch, los. Traut euch. Weg mit dir. Und ab wieder was an den Falken. Doch nicht. Toll. Lass meine Leute in Ruhe. Also du siehst, der Schwierigkeitsgrad ist überschaubar. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Suche nach den fehlenden Teilen. Okay. Okay. Noch mehr Teile finden. Da hinten ist die Kanone. Das zeigt einem halt auch an, wo alles ist. Ne? Das ist jetzt vom Schwierigkeitsgrad her machbar.
bewegen. Ich probier's. In die andere Richtung den Stick drehen. Ich habe nach links gedrückt, ich sollte nach rechts drücken. Entschuldigung. So. Schalter aktivieren. Und los geht's. Beweg dich. Shui braucht Ersatzteile. Packt er die jetzt aus oder wie? Okay, er zerschießt sie einfach und baut. Geiler Typ. Oh, kann man ihn steuern oben drauf? Sollen wir etwa Müll nach ihm werfen? Bring gefälligst die Kanone ab. Für Höflichkeiten haben wir jetzt keine Zeit. Genervtes Brüllen. Kleinen Revolver hält hier. Wenn ich mich in deren Schatten stelle, können die mich nicht alle abschießen. Kann immer nur einer. Hat mal getestet, ob er noch was auf Kreis kann. Steinchen! Ja, los! Obi! Das ist irgendwie mit Han ein bisschen cooler zu schießen, oder? So vom Sound her, der ist einfach geiler. Ja, bestimmt nicht mit R2-D2. Könnte aber knicken. Da war eine Mine. Oder ein Thermaldetonator vielleicht. Chewie, wir bekommen Gesellschaft. Oh, von oben. Lieber schießen. Aber es gab eine Trophäe. Dafür. Halte Kreisgerung gegen mit Hilfe der Macht anzuheben. Ja, das weiß ich doch. Wo muss er hin, ist die Frage. Wahrscheinlich wieder daran. Das war aber schwerfällig. Ich konnte nichts dafür. Der hat einfach die Steuerung tatsächlich blockiert. Jetzt kommen bestimmt welche von oben. Kann hier einfach lang gehen noch in einen anderen Raum rein, okay. Was noch ein kleiner Trick ist, ist, das zeige ich dir gleich, das hätte jetzt hier gepasst, aber ein Minikit. Ich lege übrigens nicht in Anspruch darauf, jetzt hier alles zu sammeln, weil ich im Freeplay sowieso noch mal rein muss und gar nicht alles sammeln kann. Aber ein kleiner Trick übrigens mit dem Lichtschwertwurf, den man auf R2 machen kann, gedrückt halten, dann kannst du mehrere Sachen anvisieren und dein Laserschwert, wenn das jetzt nicht so weit weg wäre, würde alles direkt angreifen. Und nicht nur einen Punkt, also zum Beispiel 5, 6 Sturmtruppen anstatt einer. Und da das Ganze auch ordentlich Schaden macht und gut zum Münzensammeln genutzt werden kann, wenn man in so einem Raum voller Items ist, wie eben gerade bei dem Minikit, lohnt sich das schon ordentlich. Vielleicht kriegen wir da unten gleich nochmal eine Gelegenheit oder hier oben. Wenn es nur einer ist, natürlich nicht, aber... Hör auf! Oh. Ups! Mich die Explosion selber erwischt. Noch welche? Da hinten. Da oben hätte man nochmal mit R2 hingekonnt. Ey, na komm. Das war aber voll weit weg. Mist, ey. Ja, meine Taler einsammeln. Schon wieder einer. Kommen die nach oder was ist mit denen los? Ja, ich hab's befürchtet. Das habe ich kommen sehen. Ich gebe es zu. Es war leicht dämlich.
wollte ihn eigentlich mit der Macht betäuben. Das sollte nicht sein. So. Kann ich jetzt runtergehen zu Shui? Ist fast fertig, ne? Wo gehe ich denn am besten runter? Da hinten ist der Fahrstuhl. Oder so. Alle rein! Oh. Wo sind sie? Wir waren noch eben Sturmtruppen. Upsala. Meine Homies. Zum Glück habe ich mir eben gerade ein bisschen Deckung gebaut. Da sind noch welche. Er hat einen Thermaldetonator geworfen, der Hund. Also alles, was aus Lego ist, das kannst du ja auch gleich merken, kannst du praktisch zerschießen. Wo kommst du denn her? Ich weiß nicht, ob das da hinten noch was bringt, vermutlich nicht. Wahrscheinlich... Aha, das blockiert einfach nur die Tür. Liefert hier hinten nochmal einen Punkt für R2. Für was auch immer. Ich sehe nichts. Geil. Ich sehe halt einfach nichts. So, jetzt aber. Man kann nicht gedrückt halten, man muss immer einzeln drücken. Zack, zapp, zapp, fertig. So, da hinten ist noch... Er hat einfach eiskalt den da hinten anvisiert. Also ich meine, es ist ganz gut, dass er automatisch den anvisiert, ne? Aber hier oben muss man, glaube ich, ein... wie heißt das? Schmuggler, Sammler? Das, was Rey ist quasi in Episode 7 sein, um da hinzukommen. Muss ich jetzt alle Türen hier schließen, bevor ich ins Schiff kann? Nee, es geht auch so. Man muss halt ein Schrottsammler sein. So, jetzt habe ich's. Schrottsammler, dann kann man da hochklettern und das Minikit holen. Das hatte ich nämlich schon bei Jabba's Palast im vorigen Video. Und da konnte ich auch nicht hochklettern. Oh, 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 ey. Er rutscht einfach aus. Dieses Spiel macht mich fertig. Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Du? Ach so. Hey. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Das sieht richtig cool aus, wie sie das gemacht haben. Vernichtet vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Am besten ist Obi-Wan, der macht einfach gar nichts. Die anderen haben wenigstens ein kleines Kostüm oder so. Was sollte er sein, ey? Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsuchen. Alter. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr. Nein, das war's nicht.
Ja, ja. Nein. Ja. Was? Nein. Ja. Hm. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Oh. Babo-Ansage. Die Schrottmühle. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Das war ein ganzes Level, die Schrottmühle. Habe ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben, fairerweise, ne? Aber neue Charaktere freigeschaltet. Einen Schurken. Schade, kein Sturmtruppler. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Chewbacca und ich warten hier, bis ihr den Weg zum Kontrollraum gesichert habt. Okay. Je weniger Wookies unter... Dann schauen wir uns mal den Todesstern an. Ein Traum jedes Star Wars Fans, den Todesstern zerstören. Wird gleich wahr. So, ein paar Lego-Steine gesammelt. Weiter geht's. Was haben wir hier noch Schönes? Kleine Startrampe. Kriegt man nicht kaputt. Mit der Lunchbox, doch, das kann man natürlich kaputt machen. Die greifen mich nicht an, weil ich ein Sturmtruppe bin. Ne? Hey, moin. Kann ich mit dem reden? Nee. Aber die sehen so geil aus, die Figuren. Ne? Die sehen so gut aus, wirklich. Oh. Ah, ich dachte, Vader steht hier. Ist nur so ein Techniker. Kaputte Tür? Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Wo sind diese Wartungsdruiden? Was soll ich denn hier warten? Kann man nichts warten. Wenn ich da jetzt gegenschieße, gehen die auf mich los? Nö, gut. Muss hier mal Platz machen, damit ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ja, das... Also... Upsala, was war das denn? Kämpfen die jetzt alle gegen mich? Ja. Ne, der hat eine Story-Mission, der ist unsterblich. Ich wollte mich halt bücken und ich habe mit Kreis irgendwie einen Thermaldetonator geworfen. Dummerweise. Mit den Eimern auf dem Kopf sollten wir am Terminal vorbeikommen. So, runter rechts, rechts, rechts. Es ist so einfach. Also, egal welcher Code da jetzt gewesen wäre, es ist einfach. Sie auch so schöne Flaggen ausgehangen haben, aber ich will das da lösen. Also ich darf in der Gegend rumballern, aber nicht, um auf die zu schießen. Ah, wir sind wieder hier. Und jetzt? Geht jetzt da die Tür auf der anderen Seite? Vermutlich nicht. Hätte ja sein können, dass es umschaltet. Nein! Ich wollte doch nicht den Sturmtruppler angreifen. Aber man merkt auch, wenn die keine Rüstung anhaben, fügt man denen echt mehr Schaden zu. So. Sorry. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich da reinkomme. Also lassen wir es jetzt. Bevor ich hier noch 800 Sturmtruppen abschieße. Wo komme ich denn hier hin? Nirgends. Dann gehen wir den richtigen Weg. Gehen wir ihn einfach. Aha, hier geht's weiter mit den Kabeln. Thermaldetonatoren. Ob wir das Ding damit ausschalten können? Ja, ja, an glitzernden Waffen bleibt's kleben. An glitzernden Sachen.
So, let's go. Das ist sogar der richtige Weg da lang. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre eine Sidequest, die wir mal eben netterweise für die Imperialen durchführen. Wie die Tür da links und rechts shakert. Ist ja nur am Hin- und Herfliegen. Steinchen sammeln. Hallo Kollegen, moin. Moin Kollegen, da geht's nicht lang. Ich glaube, hier kommt man echt gut durchs Level durch. So, ein betörender Paar, Level Start. Ach, das war gerade der Freilauf, also der frei zugängliche Bereich auf dem Todesstern. Was ist das denn? Das ist der aus Episode 2, dieser Tiger mit Krallen oder was das sein soll. Der gegen Padme gekämpft hat. Beziehungsweise Padme gegen ihn. Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier. Piep, piep, piep. Ich fürchte, ihre Exekution ist schon. Sieht aus wie Schokolade da im Hintergrund. Etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Alle Lifte und Haupttüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Oh Gott, jetzt geht's endlich los. Kann ich Schuhe nehmen? Unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Ja. Er ist bloß gefesselt. Und ich dafür C3PO. Oh nein, Eindringlinge. Hier gibt's nichts zu sehen. Wir bringen nur diesen Wookie in seine Zelle. Dürfen hier einfach überall langlaufen. Gehen wir mal hier oben lang. Hauptsache, lacht mich aus. Ich bin kein Eindringling. Ich werfe einfach nur so mit Thermaldetonatoren hier durch die Gegend. Ey, muss ich immer überall gegenwerfen und mir selber Schaden zufügen? Kann doch nicht sein. Wirklich. Schau, ein Plan B. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe zwei Sachen zum Hochspringen gebaut. Okay. Shui. Nein, nein, geh da weg, du dummer Wookie. Bettvorleger. Einfach nur ein Bettvorleger. Alter, wirklich, Chewbacca, zur Seite. Nerv nicht. Da ist noch ein Tausender Stein, den muss ich mitnehmen. Die blauen Steine sind recht wertvoll. Nicht, weil ich hier den wahrer Held-Modus freischalten möchte, oder wie der hier auch immer heißt, sondern damit ich mir irgendwann die mal 2 mal 3 Sachen kaufen kann. Die machen sich darüber lustig. Im Westen, der mich fragt, ob er den Turbolift benutzen kann, schieße ich ohne Rückfahrschein ins All. Natürlich erst, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Befehl von Vader persönlich. Der Lift ist gesperrt, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Also verschwindet. Okay. Er klemmt da fest. Er kann sich nicht bewegen.
Ah, und die aktivieren die Turbolüfte nicht, die Deppen. Er klemmt da einfach so richtig jämmerlich. So. Turbolüfte aktivieren. Löse mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringlingen warnen und so. Das. Das ist doch alles ein Gag hier. Schade, ich dachte, vielleicht kann ich dadurch die Skins dann auch kaufen. Muss jetzt bestimmt warten, bis einer kommt, der es auch aktiviert haben möchte. Aber ich mache erstmal den ganzen Raum kaputt. Das geht nicht kaputt, das brauchen wir gleich. Sag doch, da muss gleich noch jemand eine Ansage machen. So, hier können wir was bauen. Nein, wir bauen ein Kostüm von Vader. Okay, komm, den bewegen wir auf die Kamera. Chewie, wirklich, Chewbacca. Die Eindringlinge wurden gefunden und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Was passiert mit ihm? Nein, nein. Oh, ich dachte, er klemmt und wird hoch und runter gezogen. Okay, schade. Du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Chewbaccas Lachen ist ja immer sowas von schlecht, ey. Stimmt's, Chewie? Gleich kommt Obi-Wan und sagt, hello there. Was malt sie da? Cheatcodes an der Wand? Gibt's hier eigentlich? Das können wir nochmal nachgucken. Nee, es gibt nicht, nicht diese Datenkarten. Er ist ein echt fieser Wookie, Sir. Reißt gerne Arme aus. Der gehört dringend hinter Gitter. Von einer Überführung ist mir nichts bekannt. Nicht? Ja. Wir können ihn noch freilassen und er reißt euch die Arme aus, wenn ihr das wollt. Na schön. Der wollte auch den Schalter drücken, auf den Alarmknopf. Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal, war sowieso ein Langweil. So war es im Film auch so. Sag mal, was soll denn das? Der hat den Alarmschalter gedrückt. Ich dachte, ich wäre hier in Sicherheit. Das ist eine Quietschente? Nee, ist nur ein Legostein gewesen. Also was muss ich denn hier tun? Nachdem ich alles zerschossen habe, meine ich natürlich. Nein, nein, nein. Okay. Waffe nehmen. Boah. Drücken ist immer gut. Oh nein. Ah, okay, das ist ein Code. Und Leia malt mir den Code. Weg mit der Waffe. Dreieck, da hinten das Viereck und in der Mitte irgend so ein offenes. Keine Ahnung. Einen offenen Kreis. Ah, da war's. Das war das Richtige. Jetzt. Stopp. Und noch einmal. War viel interessanter. Was machen die anderen? Da ist gar nichts los. Botana vielleicht. Druide, was der da macht, keine Ahnung. Gib mir die zweite Waffe hier. Gucken, was die so kann. Die sieht mächtig aus. Oh, ein Flammenwerfer. Aber ich muss sie gleich wieder abgeben. Ich konnte sie gar nicht richtig benutzen. Schon bei den Sturmtruppen. Ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Kommen wir nicht raus! Eine fabelhafte Rettung!
Rettung. Los, in den Müllschacht, Flieger ab. Los, rein damit, ihr du Harry. Dann fliegst du heim. So, ich nehme an, wir sind jetzt enttarnt. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimm. Alpio! Leite dich, Alpio! Alpio! Wo steckt der nur? So, was muss ich denn jetzt hier machen? Was ist das? Oh, ein Bosskampf. Ja, habe ich vor, wenn du mich lässt. Na, nee, so nicht. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Auf jeden Fall gar nicht schlecht gemacht. Geht mir aus dem Weg. Es wird noch schlimmer. Die Wände bewegen sich wieder. Verfolgt mich. Was macht er? Hey, passt auf! Hier hinten hast du natürlich eine bessere Übersicht. Die Wände bewegen sich wieder. 3PO! Denn alle Müllketten auf der Lackierungsebene ab! Zap, zap, ab, gleich ist er weg. Was ist das denn? Er hat einen Helm auf. Na los. Luke muss es machen. Der richtet's. Ich hab's. Dianoga. Das war wohl ein Dianoga, den haben wir besiegt. Und jetzt? Los, baut was. Wir müssen irgendwas bauen, um diese Wände zu blockieren. Hauptsache Luke hat immer, wenn ich bauen wollte, eine Granate geworfen. Was soll das? Sprechgerät? Oh Schreck, ich hatte es abgeschaltet. Los, 3PO. Wünscht's einmal eine Blechhülle, mein Armer. 3PO, uns geht's gut. Hey, was ist die Druckluke auf meiner Nummer? 326, 3827. Oh, in Sternen seid ihr. Enzo, warte auf mich. Die neue VT-16 ist eine Wucht. Ja. Verzeiht die Störung, aber er... Ach, nichts weiter. Sicher wieder so eine Übung. Kommt, Freunde, wir müssen schnell sein. Und leise. Also ehrlich, ich... Wie oft noch? Schade. Levelstatus. Level abgeschlossen. Charaktere und Schiffe. So. Welcher Weg ist denn jetzt der richtige? Ich glaube eher hier lang. Nee. Ich wollte von Anfang an den anderen Weg gehen. Mann! Er hat sich einen Kaffee gemacht. Paar Lego-Steinchen. Wir müssen jetzt den Traktorstrahl deaktivieren, wenn er nicht mehr ganz auf dem Laufenden ist. Was gibt's, R2? Er sagt, die Traktorstrahlsteuerung ist gleich davon. Aber dazu müssen wir an Wachleuten vorbei. Und der gute Obi-Bobi, der ist ja gar nicht verkleidet. Ja, ich wollte doch nicht X drücken. Jetzt aber. Fantastisch. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier entlang. Hey, ihr dürft nicht hier sein. Entspann dich. Ist bloß ein Droide. Hat sich wahrscheinlich verlaufen. Stimmt's, Kleiner? Oh, du bist so ein süßes kleines Ding. Gucci, Gucci, Gucci. Genau deshalb will ich hier keine Droiden haben. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Muss ich gegen die kämpfen oder kann ich aber weiterlaufen?
3 PO haben wir dabei. Zap. Weg. Kommt noch einer? Nö. Kann ich den zurückwerfen? Okay. Na gut, und jetzt Schalter deaktiviert. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte die Sicherheit hier mal überdenken. Es ist ganz lustig, dieser Mix aus linearem Level und frei erkundbarer Umgebung, aber so ein bisschen macht es halt auch den Story Progress kaputt, logischerweise, weil du kannst ja was anderes machen als vorab. Auf jeden Fall den Traktorstrahl aktiviert. Jetzt kommt noch der Kampf gegen Vader. Er pumpt einfach. Jetzt müsste noch der Kampf gegen Vader kommen und dann dürfen die anderen fliehen. Vielleicht kann man sogar noch als Han kämpfen. Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Seine, beim Stretchen, macht er einfach Geräusche, als wenn er so eine Plastikhose anhätte. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich, mir fehlen die Worte, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? So. Ach ja. Wir müssen ja auch noch über den Abgrund schwingen mit Leia und so. Okay, das macht die irgendwie immer automatisch als Schurke. Na gut, das habe ich irgendwie kommen sehen, ne? Alle Steinchen einsammeln, los geht's. Wenn man so schnell die Steine hier sammeln kann, dann muss man das mitnehmen. Ein paar Explosionen und fertig ist. Ist das ein Mikro oder soll das sein? Schlagstock? Einfach reinhalten in die Olga. Oh, Steinchen, Steinchen, Steinchen. Der hat die Tür dazu gemacht, dafür brauche ich die Karte. Ja. Das ist nervig, wenn du was zusammenbaust und denkst, oh cool, du kannst irgendwas machen. Und dann ist das einfach nur so ein Schutz. Nein, ich will die Steine sammeln. Hör auf mit dem Mist. Jetzt wirklich, hör auf. Und ich dachte schon, denen wären die Sturmtruppen ausgegangen. So, immerhin. Das Geschütz reagiert gar nicht. Okay, ich glaube, er hätte es mir auch einfach so gegeben. Tut mir leid. Vielleicht hätte man die Kanone auch kaputt schießen können, ich weiß es nicht. Wenn sie eine der Nähe
bringe ich das Imperium eigenhändig zu Fall. Han? Han, hörst du mich? Okay, was er halt auch wirklich tut, aber okay. Verstanden. Warte kurz. Imperiale Technik ist viel zu kompliziert. Am besten einfach draufhauen. Damit kriegen wir die Tür auf. Irgendwie. Hauptsache, man kriegt die Steinchen da nicht. Doch. So, und jetzt? Ah, hier. Hier. Oh, Shui. Ist Shui besser im Draufspringen? Oder bin ich zu blöd? Ja. Der ist besser. Kann Doppelsprung. Smoother Szenenwechsel. Okay. 8 Stück. Guck mal diese Schießereien hier. Luke hat jetzt schon kein Leben mehr. Ich will denen die Helme abschießen, danach sind sie nämlich One-Shot. Da hocken noch welche. Danke für diese Rettung. Schlecht, was? Naja, wir leben noch. Das ist mehr als erwartet. Oh nein, es ist wieder nur der Schutz, den ich zusammenbaue. So, was brauche ich noch? Eine Hose. Wo bist du denn, dass du hier schon wieder kämpfst? Ach so. Nicht weit weg. Aber eine Hose, perfekt. Haha, sie hören einfach auf. Okay, weiter geht's. Und Smoothie? Oh, hey, diese Kreistaste mit dem Thermaldetonator. Ich meine, die ist gut zum Sachenfarmen, ne? Aber man muss sich einfach der Taste bewusst sein. Lacht der? Ach, der lacht. Nie entkommen und diese Schlüsselkarte nie kriegen. Und nochmal einen total einfachen Code. Wenn ich mich jetzt vertippt hätte, ne? Danke. Man muss ihn nicht mehr töten. Und wohin jetzt mit dem Ding? Da wird mir angezeigt. Alter. C3, Quatsch, R2D2 habe ich nicht dabei. Verkleidung haben wir verloren. Sorry. Okay, die sind jetzt über mir. Ich will da jetzt rüber. Hör auf. Okay. Er macht's möglich. Danke, Kollege. Da war irgendwie so ein kleiner Ruckler gerade drin in der Animation, aber ist okay. Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst.
Oh! Ey, ey, wirklich. Da einfach Enten drauf. Wir haben es geschafft. Wir haben den Todesstern bezwungen. Fürs Erste. Ab nach Yavin zum Rebellenstützpunkt. Hauptsache, sie guckt in ihn rein wie in so einen Mülleimer, ob die Information da drin liegt. Und dann werden wir den wahrscheinlich gleich noch in die Luft sprengen. Den guten. Oh, was passiert jetzt? Wir haben einen frei erkundbaren Bereich im Weltraum. Ja, ich glaube, ich werde die ganze Zeit schon abgeschossen. Ich bin hier noch im Story-Menü. Ich werde dir das Fliegen beim nächsten Mal zeigen. Ich kann nicht mehr schießen. Und sag erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin.